Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel HBW Balingen-Wallstätten gegen den TV 0507 Hüttenberg. Die Partie endete 35:20. Zur Halbzeit stand es 18:11. Wir begrüßen unseren Gästetrainer Johannes Wohlrapp. Hallo. Und unseren HBW-Cheftrainer Jens Bürkle. Das erste Wort gilt zuerst dir, Johannes. Ihr seid ja ganz gut ins Spiel reingekommen. Was ist dann passiert? Wo war der Knackpunkt? Ja, schönen guten Abend von meiner Seite. Zunächst mal Glückwunsch, Jens, zu dem absolut verdienten Sieg, auch in dieser Höhe verdienten Sieg. Ja, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich finde, dann hat man gespürt, was es heißt, in Balingen zu spielen, vor allem für eine junge Mannschaft, wie wir das sind. Da waren vielleicht ein, zwei strittige, ich fand die gar nicht so strittige, Schiedsrichterentscheidungen, die die Halle dann direkt dazu verleitet haben, da zu sein. Und die Halle ist dann sofort da und dann merkt man mal, was das mit einer jungen Mannschaft macht, weil wir kommen super ins Spiel und halten uns ans Konzept. Und sobald die Halle da ist, und das habe ich meinen Jungs auch in der Halbzeit gesagt, lassen wir uns davon beeindrucken. Sie waren mega beeindruckt und verlieren völlig den Kopf. Also wir haben keinen Kopf mehr auf dem Feld. Wir haben keinen Zweikampf mehr in der Abwehr gewonnen. Ich glaube, Rückraum links hat im Überzieher 6-7 1-gegen-1 Situationen hintereinander einfach gewonnen, wo wir dann weder aus der 3-2-1 eine Hilfestellung überhaupt schaffen können durch unseren hinten Mitte, der eigentlich die Aufgabe hat, dort einzuschieben, noch dann für den Worst Case, dass unser Außen dann mal dazukommt und versucht, einen Stürmerfoul zu provozieren. Also wir waren einfach beeindruckt und ja, das haben wir dann auch nicht mehr geschafft, aus dem Kopf zu bekommen. Und das ist für uns jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo wir jetzt in eine Lernphase kommen, weil ich glaube, für die jungen Spieler ist es dann doch ganz wichtig, bei sowas mitzunehmen, dass man damit klarkommen muss. Also man muss einfach damit rechnen, man weiß das, in Balingen die Zuschauer dann sofort hinter der Mannschaft sind, alles geben und dann einfach seinen Stil beizubehalten und sich nicht davon beeindrucken zu lassen, ist eben dann auch eine gewisse Kunst und Qualität, die Spieler mit sich bringen und ja, das müssen wir mitnehmen, das müssen wir lernen, die jungen Spieler, was da passiert ist, müssen das analysieren und dann das Beste daraus lernen. Das Gute ist, das ist tatsächlich jetzt für mich lieber einmal mit 15 als 15 mal mit einem zu verlieren. Das ist das Gute. Und das zweite Gute ist, dass wir kaum Zeit haben, darüber nachzudenken, groß, weil es am Samstag schon wieder weitergeht. Und das heißt, ja, morgen ist das Ding dann auch durch und dann bereiten wir uns auf Dessau vor. Und dann erwarte ich natürlich auch eine Reaktion von meiner Mannschaft, was Körpersprache, Einstellung, Mentalität anbelangt. Und ja, viel mehr bleibt mir eigentlich nicht zu sagen. Also nochmal Glückwunsch zu dem absolut verdienten Sieg an den HBW. Danke. Danke, Johannes, für deine Analyse. Jens, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Die Geier haben sich 2 Punkte nach Hause geholt. Was war dein Fazit zum Spiel? Erstmal danke für die Glückwünsche. Boah, ich bin super stolz heute, wie die Mannschaft heute aufgetreten ist. Und selbst zu Beginn, als wir da 1-5 hinten lagen, da haben wir eigentlich da schon mit einer riesen Intensität gespielt, haben uns freie Chancen erspielt, die wir in dem Moment halt nicht machen, haben wirklich auch 1-2 kritische Entscheidungen da in der Phase dabei. Aber die Mannschaft hat sich davon einfach überhaupt nicht beeindrucken lassen und ist mit einer Intensität in dieses Spiel rein, von Anfang bis zum Schluss, egal wer da von der Bank kam, hat Energie auf das Feld gebracht. Die Zuschauer haben ihr Übriges getan. Wir hatten eine super Steuerung, die Leistungsträger sind voranmarschiert. Durch die Bank weg. Tolle Leistung, mega, mega zufrieden und sehr, sehr stolz. Vielen Dank, Jens. Für Hüttenberg geht es dann am Samstag weiter gegen den Dessau-Roßlauer HV 06 zu Hause. Wir wünschen den Gästen eine gute Heimfahrt. Vielen Dank und ciao.